Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es meine 5 Lieblingsfeatures in Wondershare Filmora. So, wir reden nicht lange, wir legen direkt los, nämlich mit meinem ersten Lieblingsfeature mit dem Musikverlängerungstool. Nämlich stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt hier unser langes Video, was wir noch nicht geschnitten haben, dazu kommen wir aber gleich noch, und wir wollen jetzt hier Musik hinzufügen. Dafür suchen wir uns jetzt ein wunderschön geeignetes Lied raus, zum Beispiel hier dieses schöne Lied, was auch lizenzfrei ist, was ich auch benutzen darf. Jetzt sehen wir aber, oh shit, das endet hier auf einmal. Und jetzt müssten wir uns normalerweise ein neues Lied suchen, was auch empfehlenswert ist, was ich jedem rate, weil das gleiche Lied zu nutzen ist nicht gut, aber in diesem Fall wollen wir es einfach verlängert haben. Übrigens, das Lied klingt so. Jetzt habt ihr schon mal einen groben Eindruck bekommen, was das für ein Lied ist. Ja. So, und dafür nehmen wir uns einfach dieses Werkzeug hier und können dann jetzt einmal mit dieser Verlängerung hier einfach das langziehen auf die Länge, wo wir das haben wollen. Drücken wir einfach mal bis hier hinten, wie auch das Video lang ist. Und schon wird das jetzt innerhalb von einer Sekunde dann generiert. Und schon haben wir das Lied über das ganze Video, was 9 Minuten lang geht. Fantastisch. Das, was man theoretischerweise mit diesem Werkzeug auch machen könnte, ist, den Clip zu verkürzen. Das versuchen wir jetzt auch mal. Dafür nehmen wir uns das gleiche Werkzeug und ziehen das dann einmal kürzer. Ich habe damit in der Vergangenheit auch schon ausprobiert und wir sehen jetzt, das hat genauso gut funktioniert, aber wir bemerken auch gleich, wenn wir uns das einmal anhören, diese Übergänge von der Musik, dass das dann einmal versucht, dann in dem richtigen Takt dann einmal in den richtigen anderen Takt dann überzublenden. Ja, wie ihr gerade bemerkt habt, klappt das dann wiederum nicht so gut. Da würde ich dann einfach empfehlen, das manuell dann selbst zu verkürzen, indem man dann einfach dann die Takte selbst abstimmt. Aber fürs Verlängern finde ich dieses Feature wirklich fantastisch. Sagen wir jetzt mal, wir hätten unsere Musik ausgewählt und jetzt wollen wir B-Roll zu unserem Video hinzufügen. Mein normaler Schritt wäre jetzt gewesen, ich gehe auf eine Website, die nennt sich Pexels, suche dann hier nach meiner Kategorie, die ich haben will. Zum Beispiel jetzt, wie ich es im letzten Video gemacht habe, nach Golf. Und dann können wir dann uns dann hier kostenlose Golf-Videos uns einfach runterladen. Das geht jetzt mit Filmora viel, viel schneller. So, für dieses Stock-Footage gehen wir dann einmal hier oben auf den Reiter Stock-Media und suchen dann hier nach Golf. Und dann wird uns dann hier die ganzen Golf-Videos angezeigt, die wir dann auch frei benutzen können. Wie dann zum Beispiel, was nehmen wir? Dieser Clip hier. Und dann haben wir jetzt dieses Bild hier in unserem Video und wir können das einfach so nutzen. Ja, und diese ganzen nervigen Schritte wurden uns dann jetzt einfach durch dieses Feature erspart und uns wurde es hier einfach viel einfacher gemacht. Feature Nummer 3, die Geräuschunterdrückung. Das kann man auf Stimmen anwenden, wie es halt nun mal so üblich ist. Indem man dann hier auf das Video geht, auf Audio drückt und dann hier einmal runterscrollt bis zur KI-Rauschunterdrückung, normale Rauschunterdrückung, einmal anmacht. Auf 50% ist meistens schon wunderbar und dann wird dann hier die Stimme isoliert und die Geräusche im Hintergrund werden dann halt weggemacht. In dem Fall ist es jetzt hier eher Hall, der hier weggemacht wird, denn wir haben einfach zu wenig Hintergrundgeräusche, aber es ist auch schon eine Verbesserung, was ich euch jetzt auch mal eben zeige. Er nutzt jetzt auch wenigstens diese 40 Megapixel einigermaßen effektiv, die kann jetzt nämlich mit diesen 40 Megapixeln reinkroppen. Ist eine kleine Verbesserung. Ja, es gibt auch, wenn man das wirklich übertreibt, dann auch diese Artefakte, dass er dann das zu krass versucht. Aber ich kann auch nur sagen, bei anderen Situationen, wo ich dann mal woanders filme, wie zum Beispiel draußen in der Stadt, dann wäre das wirklich sehr, sehr hilfreich. So, und bevor ich jetzt hier mit dem nächsten Feature weitermache, müssen wir auch erstmal unser Video irgendwie color graden. Denn ich habe jetzt euch jetzt schon angetan, weil es halt einfach in S-Log 3 gefilmt wurde. In dem ersten Video, was ich über Filmora gemacht habe, habe ich gesagt, ja, es ist definitiv hinter DaVinci Resolve. Ich finde, jetzt momentan, wo ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt habe, komme ich auch hiermit, auch mit dem Color Grading, selbst mit S-Log 3 vollkommen zurecht. Hierzu wählen wir uns dann einmal ein LUT aus, das, was ich mir dann hier drauf geladen habe. Einmal hier dann dieses S-Gamut 3 Cine S-Log 3, Rec 709. Und jetzt können wir dann hier unsere weiteren Anpassungen machen, nämlich zum Beispiel Weißabgleich und all diese Dinge halt nun mal. So, und nachdem ich jetzt hier meine kleinen Anpassungen vorgenommen habe, sehen wir auch jetzt direkt, das Video ist jetzt super gecolorgradet, man kann das jetzt auch vollkommen nutzen, ist jetzt auch von S-Log 3 in dieses normale Fallprofil umgewandelt worden, was
vollkommen in Ordnung aussieht. Feature Nummer 4, die Stilleerkennung. Wie wir hier noch in dem Video sehen, haben wir hier noch ganz schön viele kleine Pausen im Video. Dafür klicken wir uns jetzt einfach, um diese Pausen wegzuschneiden, einmal mit einem Rechtsklick hier drauf und können dann jetzt hier mit intelligentes Bearbeitungstool hier Stilleerkennung auswählen. Lassen wir mal hier einfach die Einstellungen auf Standard und drücken auf Analysieren. Und nach ungefähr 10 Sekunden haben wir jetzt hier die ganzen Pausen hier einmal rausgeschnitten und wir sehen, das hat auch einigermaßen gut geklappt. Und jetzt können wir dann auf Fertigstellen und Ersetzen einmal dann drücken. Hier sind nur noch die Stellen drin, wo ich rede. Was wirklich ein super Zeitersparnis ist, die ich definitiv häufiger nutzen würde. Feature Nummer 5. So, jetzt sind wir hier schon soweit. Wir haben das Video gecolorgradet, wir haben die ganzen Pausen weggeschnitten, wir haben jetzt auch schon Musik hier eingefügt. Jetzt wollen wir aber auch noch zum Beispiel einmal einen Text einblenden. Könnte man jetzt einfach auf den normalen Weg machen. Wir wählen uns jetzt hier einfach irgendeinen Text aus und blenden den einfach nur hier ein. Oder wir machen das auf den coolen Weg und lassen ihn hinter mir erscheinen. Das geht dann mit der Magic Mask, was auch wieder mit KI gesteuert ist. Dafür gehen wir jetzt hier oben in den sozusagen Inspektor, scrollen einmal ein bisschen nach rechts und sehen dann hier KI-Tools und direkt oben auch schon intelligentes Freistellen. Jetzt wählen wir einmal das Motiv einmal mit diesem Pinsel einmal kurz aus. Schon perfekt erkannt. Jetzt noch einmal tracken in beide Richtungen natürlich, weil wir wollen das ja auf den ganzen Videoclip anwenden. Und auch jetzt während dem Prozess sehen wir schon, dass es einfach fantastisch klappt. Dann können wir jetzt auf Speichern drücken. Jetzt haben wir den Hintergrund ausgeschnitten. Jetzt haben wir noch vorher vergessen, eine Kopie von dem Hintergrund zu machen. Drücken also einmal hier auf Alt und ziehen das Video einmal hoch. So, und jetzt haben wir zwei von diesen freigestellten Videos. Jetzt drücken wir nur noch einmal bei dem unteren drauf auf intelligentes Freistellen auf Aus und schon haben wir wieder ein normales Video, was normal aussieht. Und jetzt können wir zwischen diesen beiden Clips, nämlich einmal dann den Textclip hinzufügen. Nehmen wir jetzt mal diesen hier, schreiben jetzt einfach mal BenTube TV rein und schon haben wir dann jetzt einmal dann den Text hinter uns selber eingeblendet, was sau cool aussieht, so richtig 3D-haft und ich liebe es einfach. So, das waren jetzt meine 5 Lieblingsfeatures. Jetzt zeige ich aber auch nochmal eben ein Feature, was ich wirklich zwar jetzt nicht im Alltag wirklich oft nutze, aber ich wirklich sehr, sehr nett finde. Wir können nämlich allein mit KI uns ein Video erstellen lassen. Dafür brauchen wir nur einmal das Skript, also das, was normalerweise dann der Sprecher dann im Video sagen sollte, einmal dann hier einfügen und schon wird uns dann ein Video dann mit selbst dann eingefügtem B-Roll dann erstellt. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt live. Dafür erstellen wir uns dann hier einmal mit ChatGPT ein kurzes Skript. Sagen wir mal über einen Surfer in den Wellen. Ist mir gerade eingefallen. So, das war's. Kopieren. Und jetzt steht hier dann auch direkt schon einmal KI zu Video. KI-Text zu Video. Fügen wir jetzt unseren Text, den wir uns gerade generiert haben, hier ein. Können dann jetzt noch die Stimme auswählen. Ich habe hier schon letztens meine eigene Stimme eingesprochen. Dafür müsst ihr dann einmal 2 Minuten lang einen Text einsprechen. Dann auch am besten mit einem guten Mikrofon. Und dann habt ihr eure Stimme hier direkt schon mit drin. Jetzt wird das dann in einigen Minuten generiert und danach habt ihr ein fertiges Video mit eurer eigenen Stimme sogar. Und ungefähr jetzt nach 2 Minuten hat Filmora dann jetzt ein fertiges Video ausgespuckt, was über nun mal diese Surfergeschichte geht, die ich mir noch nicht mal durchgelesen habe. Die können wir uns jetzt gemeinsam einmal angucken. In einer kleinen Küstenstadt lebte Jonas, ein junger Surfer, der das Meer mehr liebte als alles andere. Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang, zog er sein altes Surfbrett aus der Hütte am Strand und lief barfuß ins Wasser. Die Wellen waren seine besten Freunde, ihre Bewegungen so vertraut wie der eigene Atem. Eines Tages kündigte sich ein gewaltiger Sturm an. So, ich würde sagen, mehr müssen wir von diesem Video erstmal nicht gucken. Wir haben gesehen, dass nicht immer wirklich das passende Video oder der passende Frame eingefügt wurde zu dem Text. Ich finde, dafür ist es schon wirklich gut. Und wenn man jetzt noch dann selbst noch vielleicht ein bisschen ein paar Anpassungen daran macht, kann man das dann auch direkt schon nutzen. Was man hier an meiner Stimme noch bemängeln kann, wie gesagt, das wurde mit meinem MacBook aufgenommen, das habe ich gestern Abend noch auf der Couch habe ich dann so eingesprochen und ist dementsprechend dann auch MacBook Soundqualität. Aber wie gesagt, das ist meine eigene Stimme. So, das waren meine Lieblingsfeatures von Wondershare Filmora. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.